heute muss ich dir unbedingt zeigen, was ich mal wieder hab. Wir freuen uns so. Weil das hatten wir schon ewig nicht mehr. Schau mal hier. Sieht die gut aus? Das ist eine Durian. Leider noch nicht komplett reif, sonst wäre sie hier irgendwo aufgesprungen und man könnte sie einfach so auseinanderziehen dann. Ja, die stacheln etwas, macht aber nichts, hindert uns nicht daran, die zu essen. Ja, wie ich die aufkriege, ist ganz einfach. Entweder ich lasse sie auf den Boden fallen. Wenn das nicht reicht, so wie bei dir, muss ich nachhelfen. Und muss die einfach aufschneiden an den verschiedenen Kammern. Das sieht dann so aus. Und dann kann man die leckeren Früchtchen einfach da rausholen. Das leckere Fruchtfleisch. Und kann es einfach so essen. Und das sieht dann so aus. Ja, Durian ist an sich eine tolle Frucht. Sehr nährstoffreich. Enthält auch viele Mineralien, so wie Kalium, Phosphor, Eisen, Calcium, aber auch die Vitamine, die B-Vitamine, A, C und E. Ist also sehr, sehr nährstoffreich. Hat auch einen Fettgehalt in relativ hohen. Ja, macht also ganz schnell satt. Viele mögen die Frucht nicht, weil die stinkt für manche. Für uns duftet sie. Und man kann sie aus mehreren Metern Entfernung schon riechen. Weshalb sie auch selbst in ihrem Heimatland, in Thailand oder in Malaysia, Indonesien, weshalb sie dort auch verboten ist. In Bussen, Hotels, ja, in vielen öffentlichen Stellen. Weil nicht jeder diesen Geruch mag. Wer sie lieben gelernt hat, wird sie kaum wieder loswerden. Und ja, sie ist einfach lecker. Die Durianfrucht. Eigentlich heißt es der Durian. Finde ich komisch, aber ist wohl so. Ja, probier ihn doch einfach mal aus. Wenn du ihn das erste Mal testest, probier ihn vielleicht erst einmal, nur ein kleines bisschen, dann noch einmal und vielleicht nach ein paar Tagen noch einmal. Erst dann gewöhnt sich der Körper auch an den Geschmack und weiß dann, was da Gutes drin steckt. Ja, das Witzige bei der Durian ist, sie kann ihren Geschmack schnell verändern, das heißt, dein Körper nimmt diesen Geschmack dann auf einmal ganz anders wahr. Besonders wenn du diese Frucht noch nicht gewöhnt bist, mag sie vielleicht erst nach Zwiebelkuchen schmecken oder so ähnlich. Ja, das ist aber normal. Lass dich davon nicht irritieren, das ändert sich, je öfter du diese Frucht probierst. Für uns schmeckt sie wie Vanillepudding eigentlich oder so eine Buttercreme vom Kuchen. Sehr lecker. Ja, aber wie gesagt, wenn der Körper genug hat, dann ändert sich der Geschmack auch ganz schnell und auf einmal hast du Zwiebeln im Mund. Eine starke Frucht. Aber probier sie aus und berichte mir, wie sie dir schmeckt, ob du sie auch so gerne magst. Die Kinder und ich essen sie auf jeden Fall sehr gerne. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren.